Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactics. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bray. Ups. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit den Kabinen und die Disco ist voll am Laufen. wir werden heute ein bisschen Promethium polen müssen aus dem Wasser, weil sonst Strom weg. Und danke nochmal für eure Kommentare, ne? Also Brainless, also ich weiß ja nicht, was ich ohne deine Kommentare machen würde. Also ich meinte deinen Tipp, ne? Also, Alter, das ist so ein geiler Tipp. Nee, ist auch richtig. Ich hab das ja nicht mitgekriegt, dass ich hier, egal wo ich stehe, durchseppen kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr hin und her rennen. Mann! Und ich hab das natürlich gestern ausgenutzt, aber dazu kommen wir gleich. Es könnte vielleicht sein, dass ich ein bisschen angefangen habe zu bauen. Nein, nicht bitte. Ich hab versucht, den Strom ein bisschen zu kompensieren. Na ja, gut. Ich sag mal, unser Ausgang. Ich hab mich in der Größe ein bisschen verschätzt. Na ja, gut. Das war so schlimm, dass ich aus Versehen in mein Mikrofon im wahrsten Sinne des Wortes reingebissen habe. Test, Test. Nee, ich habe gerade ein paar Sachen gemacht und da hat ja nicht so ein Jahr wie heute. Und dann habe ich ins Mikrofon gebissen. Das sollte ich nicht machen. Habe ich aber gemacht. Naja, gut. So, also, ich brauche jetzt Strom. Ich habe nämlich schon bei uns angefangen, die Decke abzuhängen. Und dann wurde es größer und größer und größer und größer und größer und größer und dann kam deine Nachricht und dann habe ich, wie gesagt, hat das eben zum anderen geführt. Eigentlich kam deine Nachricht vorher. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das auf dich schiebe. Nein. Ich hab's ausprobiert und hat mir so gefallen, ich habe dann nie aufhören können. Naja. Aber so macht es dann eben Spaß, ne? Also. Und vor allen Dingen mit dem Tipp hier, dass ich hier einfach bloß Y drücken brauche. Mensch, wenn ich die Karre anschmeißen will und nicht jedes Mal ins Menü rennen muss und so. Danke nochmal, wie gesagt, für eure ganzen Tipps. Die sind sehr, sehr, sehr essentiell für mich. Oh, schade, du bist noch ein Kristall. Moment, da ist noch ein Kristall. Ist ja wohl der falsche. Jetzt sind ja alle falsche Kristalle. Da ist aber noch einer. Könnte der richtige sein. Ja, ist es. Kann ich die von hier abbauen? Um Zeit zu sparen? Nee. Eindeutig nicht. Also nicht ganz. Ja, das Problem ist nämlich, ich habe nämlich schon alle beide Maschinen in eine Produktion eingewiesen, also steinemäßig. Ich möchte nämlich ein paar Steine, aber ohne Strom geht das nicht. Ich muss so ja nur eins abbrechen. Ach, die ist auch schon wieder falsch. Aber die Punkte nehme ich trotzdem mit. Ich glaube, das Vieh hat sich letztes Mal bloß verirrt hier. Hier sind ja keine anderen Viecher, was auf Play. Hier so Star Wars-mäßig. Komm! Dann spielen wir Pinocchio. Oder wo war das nochmal? Hab. Aha. Ach nee, der wurde ja komplett zerstört von dem Wal. Ich meinte eigentlich den Vergleich mit Wal verschlucken und dann da drinnen leben und so. Naja, gut. Hast du verkackt. Das sieht aber auch. Das sieht eigentlich ja nicht mal so schlecht aus. Oh, da sind nochmal zwei Kristalle. Jetzt muss ich. Oh, es sind doch Viecher noch hier. Haha. Ich brauche eine Knifte, die auch unter Wasser schießen. Das ist doch kacke, ist das. Hier, das ist Projektilknifte. Warum kann ich nicht unter Wasser Ping-Pong machen? Gut, ich nehme das wieder zurück. Es hatte sich nicht verirrt. Da, Haras, was? Kann ich den nicht irgendwie von da weglocken? Dass ich wenigstens den Eno einsammeln kann? Wenn ich jetzt wüsste, wo der war. Da ist er. Weiter. Oh, ich will den ja nicht. Tü, tü, tü. Oh, da sind so ja noch zwei.
Das sind drei. Bleib schön bei den Ehen. Ich gebe mir auch mit die Dreie zufrieden. Aha. Darf jetzt bloß nicht unter Wasser sterben, das wäre peinlich. Und schon gar nicht von Sophie. Den haben wir schon mal. Ich schleich mich ran. So, weiter schleichen brauche ich nicht. Das reicht mir, dann bin ich sneaky picky genug. Ich hab da was gehört. Da frage ich mich jetzt, warum kann ich das unter Wasser hören? Ich will das nicht unter Wasser hören. Können. Na, na, na. Sieht zwar nicht, aber ich baue das ab. Du kannst nichts, du Hannes, du. Ich hab's trotzdem gekriegt, du Pimpf, du. Such mir jetzt andere Kristalle. Hast du davon? Seht ihr noch welche? Da ist noch eine. Ich schwurfe ab. Haha. So. Dick Gerät in der Hand und zack, wo sieht es? Aber rein für in. Oh Mann, du blöde Vieh! Gut, heute lassen wir es mal wohl sein. Nämlich gerade, dass ich bloß noch 100 Lebenspunkte habe. Das ist ein Zeichen, wenn man das abbrechen sollte. Das habe ich gelernt. Sterben ist scheiße. Da muss ich lang. Ja, ja. In meinen alten Tagen wird er noch lernfähig. Nee, nee, wir wollten nicht übertreiben. Nee, alles gut, alles gut. Muss ich denn jetzt anfangen rumzustürmen? Ich dachte, dass ich jetzt, na gut, ich habe die erst kurz bevor ich hier angefangen habe aufzunehmen, habe ich die hingesetzt. Ich habe gedacht, die produzieren auch rechtzeitig Strom, dass wir hier anfangen können und weiterbauen können. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich frage mich gerade, ob ich hier so ein Teil auch unter Wasser setzen kann, die Schütztürme. Dass die wenigstens rumballern können. Das finde ich ein bisschen blöd. Also Projektilwaffen, die hätten ja mindestens funktionieren müssen, also unter Wasser. Wie soll ich mich denn unter Wasser verteidigen? Ein Fischspeer oder was? Blödet Vieh, blödet. An, aus, an, aus. Aha. So, schnell was essen. Oh, das ist ja nicht so gut. Ist schon ein paar roten. Warten Sie mal. Lassen Sie mich doch mal raus, Mensch. Ich muss hier Sachen abbrechen. Dass wenigstens der Kühlschrank läuft. Ah, gut. Sehr, sehr gut. Also, ich brauche da nicht mehr ran, weil ich drücke jetzt bloß noch die 4. Und kann jetzt gleich da reinziehen. So, zack, bums. Und dann ist es nämlich gleich drin. Brauche ich nicht mehr machen, dann kann ich nämlich gleich produzieren. Jetzt ist die Frage: Gibt es dieselbe Taste auch, für dass ich nicht laufend zu die Maschinen laufen muss? Okay, ist das ja ein bisschen too much, wa? Aber es wäre schon. Ich mache mal bloß ein paar Stück. Bin ich gerade schauen, ob ich auch die großen schon freischalten kann. Wo waren sie denn? Sie haben mal Wahnsinn. Nee, da ist es nicht. Alter, wir haben schon wieder 137 Punkte. Punkte. Warte mal, divers. Da sind sie doch. Ha! Breche hier ab. Das hat er hergehen, sagt mir, wa? Ist ja mal richtig toll. Na toll hast du dich gemacht, Kavin. Toll. Ups, Nase. Hätte mal vorher brechen sollen, die Kannis. Kann ich nicht hier irgendeinen anderen Brennstoff rinschmecken? Moment mal. Bio oder normal. Es ist nicht viel, aber es müsste trotzdem funktionieren.
So. Könntest du mal bitte noch eine herstellen? Ja, ja, gut. Mach mal gleich mehrere, dann kann er sie trotzdem produzieren und ich kann sie rinschmeißen. Warte mal. Wartet, wartet, wartet. Das bekommen wir unter Kontrolle. Leben Limit. Na? Na? Achso, ich kicke falsch. Ich muss ja da oben gucken. Ich muss ja da hin. Ich muss ja. Da muss ich hingucken. Das war Container 3, ne? Also, Strom. Zack, Bums. Bla 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 bla. Brauchen die so lange, um zu produzieren? Hallo? Ach so. Ich muss das nochmal kurz anstoßen. Ja, ist doch gut. Ich bin doch schon dabei. Ich hab doch schon Essen eingepackt. Alle gut, alle gut. Ich mach, was du willst. Keine Panik. Ich mach das. Hallo, siehst du, ich hab gegessen. Hallo. So, also, die Juden haben wir ja. Schmeißerin. Cheesies. Vegan. Naja, gut, schmeckt doch. Ja, ja. Wirst du denn? Fleisch kann ich ja so entkloppen. Mal gucken, was da fertig wird. Jo! Keine Ahnung, ich hab echt was für ein Glück, hab ich mit meiner Playlisten. Also mehr Glück kannst du ja nicht haben. So, wo ist denn, warte mal, Output, wo ist denn die denn? Ja, doch, ist doch richtig. Ich müsste mir noch einen zweiten Kühlschrank bauen, dass ich quasi immer den Stuff da und dann den Stuff da. Da, da. Was müssen wir tun? Hallo? Wo ist mein Freddy Freddy? Das dauert ja ewig. Ewig. Wird ist aber nicht so schlimm, ich kann es mir ja auch so rausholen. Ich habe für diesen Scheiß keine Zeit. So, ich hatte doch wenigstens mindestens den Block oder so müsste eigentlich. Achso, dann müsste ich mal auf Block 2 gehen. Gar nicht. Da. Siehst du, 1, 2 Stück sind ja schon fertig geworden. Hier zeig euch mal, was ich angestellt habe. Also ihr habt ja gesehen, größentechnischerweise, also jetzt habe ich das jetzt erstmal ausgekleidet. Ihr seht, ich werde eine Beleuchtung brauchen. Also rauskommen ist jetzt bloß eine Frage, wie groß das Ding ist. Und da mir ja gesagt worden ist, dass das sehr, 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 also ganz groß ist, in kommenden... Muss ich erstmal die Miete machen. Na gut, dann wollen wir mal hier das abschrufen. Ja, das habe ich gestern gemacht. Genau nachdem ich die Nachricht gekriegt habe, dass das funktioniert. So, meine Lieben, da bin ich schon wieder. Schon wieder ist gut. Alter, ich vermisse die Schwerkraft von 7 Days. Und ich habe gedacht, ich würde nie sagen, aber ich vermisse auch das Wetter von 7 Days.
Alter, ich hätte niemals gedacht, dass es ein Spiel mit einem schlechteren Wetter als bei 7 Days. Junge, nee. Gut, die Decke muss noch ein bisschen abgehangen werden, aber ich will jetzt erstmal nicht, dass die Karre draußen anfängt zu rosten. Ich will die erstmal rinfliehen. Alter, ist das ein Sauwetter. Vor allen Dingen in der ganzen Zeit, wo ich hier am Rumwerkeln bin, ist es nicht ein Stück besser gewesen. Geworden. Kein bisschen Sonne raus, nichts. Nisch, nada, niente. Ja, ja. Aber die Bäume halten drei Wettertaft. Mann, Mann, Mann. Ihr seid Kacke. Ich hab gedacht, ihr... Hey! Der Kürbis ist noch nicht so weit. Ey, das wächst ja doch. Ich meinte natürlich wächst. Hallo? Hätte jemand was anderes erwartet? Schön in den Kühlschrank drin. So, ja, kein Problem. Alles gut. So. Das ist ja mal nice. So, dann kicken wir mal, ob wir da vernünftig. Also, ich komme mit meiner Flugdünste. Naja, gut. Also, Y. Pau. Start your. Flugkunst. Ah, endlich funktioniert das Fliegelicht auch richtig. Ja, gut, das an der Seite ist noch nicht so ganz, ah, also. Weiter bereit? Ab in die Batman Cave. Ups. Naja, gut. Aber ich sag mal so, rinpassen tut es schon mal. So, jetzt hier ganz schnell Y drücken. Ich will jetzt nicht aus Versehen schießen. Ich sehe nichts. Hallo? Ich brauche mehr Licht. Es ist zu finster hier. Ja, da wir müssen uns Licht bauen. Ganz, ganz viel Licht. Ich bin echt an überlegen, ob ich hier noch so einen Streifen hier runterbaue. So einen leuchtenden Streifen. Aber erstmal brauchen wir da unten eine Beleuchtung. Alter, das ist ja mal finster wie Arsch. Eine Lampe. Da könnte man diese oder, wie gesagt, Standard. Ich mache erstmal davon 40 Stück. Sollten reichen. Und davon machen wir 10 Stück. Knatter ich unten halt voll, Alter. Das wird da unten wie ein Bordell. Ey, Moment mal. Mir fällt gerade was ein, Mensch. Wir haben ja in der letzten Folge... Gut, dass mir das jetzt einfällt. Ich habe ja was gebaut gehabt. Mach mal auf. Ey, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich nicht mehr herangehen muss. Die Klonkammer. Als ob ich nicht schon Luft genug wäre. Aua. So, gut. Klonkammer. Bitte in die richtige Richtung. Also ich will, wenn ich geklont werde, auch schon wieder rauskommen. Ne? Also, so ist der Sinn. Ich frage mich, warum ich hier... Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich tot bin, dann werde ich dort so oder so gespawnt. Obwohl, das kostet wahrscheinlich Cash, wa? Achso, jetzt krieg ich auf mein Konto auf Minus. Ja, gut, jetzt kannst du... Moment mal. Na, Kabin, wolltest du gerade schon wieder dahin laufen? Hast du denn gar nichts gelernt? Nee, ich hab's schon rausgenommen, ne? Nein, ich habe... Da ist er doch. Bin ich denn doof? Da ist doch die Kohle. The Cash of the Tash ist da. Zack, Bums. Mhm. Ach so, das sind die. Die kannst du doch eintauschen. Es ist so weit. Ich wollte die Münzen einzahlen. Wir sind hier nicht in 7 Days, Kabin. Ja, leck mich doch. Das kannst du keinen erzählen. Gut, dann schmeiß ich sie erstmal. Muss die doch verkaufen. Naja, gut. Beim nächsten Mal. So, hatte ich noch irgendwann? Nee, Sauerstoff hatte ich ja schon. Eine Fusionszelle.
Aber die ist ja eigentlich... Die braucht da erst nachher zum Bauen. Und warum halten die jetzt rausgenommen? Macht überhaupt keinen Sinn. Hier ist doch, wenn ich den Antrieb baue hier, ne? Also Korbantrieb und so, ne? Und ich jetzt erstmal so behaupten, Kühlmittel brauche ich jetzt auch nicht. Warum habe ich jetzt... Warum hatte ich jetzt auf einmal Kühlmittel in der Tasche? Meine Gedanken äußerst mysteriös. Gut. Ich habe gerade so überlegt, dass ich überhaupt so gut, ob ich die in der Tasche habe und so. Nun gut. Also. Denn. Moment mal, da kann ich doch die Münzen mitnehmen. Dann können wir doch zum Händler fliegen und dann kann ich die doch verkaufen. Und warum nutzt du denn das nicht? Ich weiß es doch nicht. So, nochmal. Wir müssen ja nicht mehr so weit fliegen. Laufen. Fliegen ist ja schneller. Gut, also wie gesagt, das ist ja nicht das Problem. Mit denen rauskommen, ich muss nur eben halt die Decke noch ein bisschen abhängen. Oh, Alter, muss die Decke abhängen. Das hat keiner gesehen. Das ist nie passiert. So, wo muss ich denn lang? Gut, Energy habe ich noch genug. Zeigen Sie mal bitte die Karte. Ich muss ja dahin. Gut. Hot. Hot angezeigt. Da lang. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Ja, ja, ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Da. Ab ins Dorf. Und bitte die Waffen umstellen. Oh, das ist cool. Seht ihr? Und da sind noch Ressourcen, die ich noch ja nie gesehen habe. Von wie? Ich habe noch nicht mal meinen Planeten entdeckt. Was ist denn das? Ach, Kupfer. Guck mal, was ist denn das da? Noch einmal bitte drehen. Ja. Das ist korrekt. Und hinunter mit dir. Ja, bitte nicht zwischen die Bäume. Und aus. Verbandet eben. Ich hab da gerade was gehört. Hab ich gerade auf dem Vieh geparkt? Ist es nicht, wir werden gleich raushin. Hallo, Mr. Identität. Schön, Sie kannt zu haben. Sprechen Sie auch weiter? Sachen. Das erste, was der Kabin machen tut, der zieht erstmal eine Knifte. Es ist kein Diebstahl, wenn nichts dran steht. Ach so. Nochmal eine Frage. Was ich letztes Mal gesagt habe, habe ich noch keine Antwort durch. Da waren wir ja, war man da drauf gewesen? Ich glaube ja. Gibt es nun noch verschiedene Anzüge oder gibt es keine verschiedenen Anzüge? Weil, wie gesagt, ich muss mir ja auch gegen Kälte und so schützen. Und gegen Strahlung, ich muss mich gegen alles schützen. Also,
frage mich, ob ich da mehrere Sachen so drin machen kann. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil das wäre ja gut, wenn wir einen Anzug hätten, wo du drei Sachen oder vier Sachen drin machen kannst und quasi dann eben halt immer besser werden. Wisst ihr, so habt ihr gedacht, ja. Da tätig gedacht haben, das ist eine gute Idee. Und da wollen wir ja hin. Ist hier noch irgendwas? Ich ping mal nochmal. Da sind auch nochmal Ressourcen unerkannt. Da haben wir nochmal so einen Aktivator. Und mir wurde gesagt, ich soll mal bei den Turm. Muss der das gewesen sein? Mit dem Symbol? Das versuchen abzubauen. Und mich freuen. Ach, weiß nicht, ob ich mich wirklich darüber freue. Moment mal, Moment mal. Ihr kleinen Achso, ihr seid ja die. Seid ihr die Friedlichen oder seid ihr nicht die Friedlichen? Ihr seid nicht so friedlich. Alter, das wäre Fleisch auf einen Schlag. Ich wollte gerade sagen, eh mal einen Treffer, aber da bin ich ja schon wieder raus. Moment mal. Hab ich? Rache. Gut, wahrscheinlich nicht die gutste Idee. Seid ihr bereit? Ich drück mal kurz V. Wenn die was wollen, dann kommen sie schon wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Aber krass, dass ich bloß zwei getroffen habe. Auf jeden Fall haben sie erstmal Respekt, die Penner. Ha! Und das zu Recht. Bin ich fertig. Ich habe jetzt ein Raumschiff. Ihr Penner, ich schieße euch auf den Mond. Das ist nämlich mein Planet jetzt. Der wurde jetzt nämlich annektiert. So, also werden wir mal nochmal da hoch und dann werden wir versuchen, das Ding abzubauen. Und dann digitiert das Ding und ich kriege ihn auf den Arsch. Na toll. Achso, nee, das sollte ich gern lassen. Tretet auf meine Karo und alles kaputt. Na, dann lasse ich aus. Hä? Ist das jetzt so richtig gewesen? Das ist doch der Kühlschrank. Genau, da habe ich das doch richtig gemacht. Naja. Naja, naja. Gut denn. Naja, wieso kann die heiß sein? Ich habe hier Strahlung, Dings und alles sowas. Wird heiß, kann der da so oder so werden. Dann geht mal davon aus. So, warten Sie mal kurz. Stelle mal die Sicht um. Dann machen wir mal nochmal den Weg nach oben. Zum Glück sind wir hier nochmal dran vorbeikommen. Ja. Pass auf, denn werde ich teleportiert und zwar in den Netherworld. Und dann krieg ich Stress. Und dann habe ich keine Lust mehr. Und dann spiele ich Tetris. Krass, dass ich mein Raumschiff bis hier oben höre. Wie hoch ist denn das noch, Mensch? Da bist du ja. Gut, also, ich soll dich abbauen. Wurde mir gesagt. Ich soll es wenigstens versuchen. Ach so, das ist genau dasselbe Ding. Ich habe gedacht, jetzt passiert irgendeine Explosion oder so. Ein Angriff. Ein Kampf. Lassen Sie mich doch mal hier. Ich nehme die Abkürzung. Bremsen, bremsen, bremsen. Ich habe hier Bremsen mit meinem Gesicht. Ich habe es überlebt. Cool. Ist zwar noch immer nicht, was wir damit machen, aber das wird bestimmt sehr, sehr wichtig sein. So, also.
das ist die Base, da will ich nie hin. Aber das haben wir denn auch schon mal abgefrühstückt. Frühstückt. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Das ist die Ruine, die du eigentlich sehr gut kennst. Sterbenderweise. Ja, ich weiß. Kann ja mal passieren. So, jetzt flieg extra zu denen hin, um ein bisschen Cash zu machen, um das später dann bei mir wieder aufzuladen. Aber ich müsste bei mir auf dem Raumschiff oder so irgendwann mal irgendwie ein paar mehr Lichter oder so. Ich bild mir ein, dass man denn noch Messer sehen kann. Also Messer besser. So. Also, korrigieren Sie den. Oh, runter. Ich hoffe, dass die nicht so stinkig sind, weil ich den letztes Mal abgeschossen habe, aber der war ja infiziert. Es kommen Frieden! Auch wenn ich ihn Kniff in der Hand habe, ich komme in Frieden. Er hatte mich angegriffen gehabt, da musste ich ihn abschießen. Er war auch infiziert. Hast du ihn gesehen? Nee, hast du nie gesehen. Woher denn noch? So, warte mal, wo war denn der Händler? Jetzt links, rechts, geradeaus. Du siehst nicht so händlermäßig aus. Ja, stand nämlich an Ecke. Es steckt mir die Zunge hinaus. Das ist er doch. Das ist der Händler. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich will das verkaufen. Wie kann ich ihm das anbieten? Da ist ja nichts zum Anbieten. Hier kannst du nicht. Kann das nur teilen. Aber verkaufen kann ich das ja nicht. Wie? Gut, der hat auch nicht so viele. Ach, deswegen. Kann das sein, dass der ja nicht so viele Cash auf der Tasche hat? Und das da kostet ja fast 1000. Ja, du bist ja mal eine arme Sau. Geh mir aus dem Weg. Oh. Du, Dude. Du bist der. Ach nee, das ist ja hier questmäßig, Ding. Ja, hier. Ja, gut, schön. Gut, also muss ich denn doch auf die anderen Planeten? Ich glaube auch, dass unser Sonnensystem so ein Billo-Dings ist. Ja. Der Täter heißt, wir müssen den Planeten. Die System verlassen. Ich hab gedacht, du hast Kohle, Mann. Ach, gib mal, das kannst du auch kaufen. Du kannst sie kaufen und verkaufen. Ich hab gedacht, hier so. Na gut. Wie gesagt, ich hab. Naja, gut, er hat ja auch nicht so viele Cash. Ich kann jetzt hier. Das, was er hier hat. Kann ich kaufen und das hier zeigt er auch zum Kauf und Verkauf. Oder würde mal richtig Kohle geben, aber leider habe ich das nicht. Ja, sowas nimmt er natürlich, wa? Aber das hier, was ich habe, nimmt er natürlich wieder nicht. Du bist ein Kacker, bist du. Habe ich geparkt. Da. Okay, halten wir fest. Dieses Dorf ist zwar groß, aber auch nicht reich. Na gut, das sind Eingeborene. Kann den ja mal. Oder da hinten bei denen. Vielleicht kann ich das ja bei denen anbieten. Der wird doch wohl Kohle haben. Das sieht viel reicher aus. Hallo, Sie? Ach so, nee, die Quest will ich nicht. Die hatte ich nämlich letztes Mal, wie gesagt, schon. War das eben? Der ist gerade durch den Boden gebackt, habt ihr gesehen? Das ist nämlich eine Quest, die ich nämlich letztes Mal, wie gesagt, angenommen habe und nicht spenden konnte. Und wie gesagt, ich schiebe das erstmal auf mich. Dummheitmäßig, aber. Es hat einfach nicht funktioniert. Und seitdem habe ich mich entschlossen, Pirat zu sein. Aber ein netter Pirat. Ich klaue nicht von armen Leuten.
Aber sonst von allen. Oh. Na gut, na gut. Dann würde ich mal sagen. Ja, dann kicke ich nochmal, ob wir so noch ein bisschen was absnicken können, weil wir können jetzt rumpingen. Hab mich jetzt. Guck mal, da ist ja auch noch was wir noch nie entdeckt haben. Das sind diese Dörfer, aber. Ja, ja. Vielleicht finden wir ja doch noch was, aber ich gehe davon aus, dass ich Promethium nicht finde. Eisen. Hier gibt's doch noch ein wenig was zu entdecken. Vor allen Dingen geht es ja jetzt auch viel schneller. So, da ist der Aktivator. Da sind so ja zwei. Sag mal, das sind ja die, die ich abgebaut hatte, ne? Guck mal nach. Wenn ich jetzt sehen würde. Ja, das sind die, die ich abgebaut habe. Aber bloß ober. Nee, sind nicht. Moment mal. Das geht ja so nicht. Sag mal, was ist denn, wenn ich das oben stehen lasse? Und das unterirdisch erstmal wegfräse? Weil ohne Strom kannst du nicht funktionieren. Wenn man gleich ausfindet. Och, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ich hab ja gelernt. Gut, ich hätte mal vielleicht 100% versuchen sollen. Zwei? Da ist doch noch was drin. Ja, gut, vielleicht kriegst du nicht alle draus. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, warte mal. Wie willst du denn jetzt ohne Strom funktionieren, Johannes? Es schwebt immer noch. Verdammt, es schwebt immer noch. Halten wir fest! Es schwebt auch ohne Energie. Meins. 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 Na gut. Na gut. Es hätte ja sein können. Auf zum Hasen. Auf zum Hund zum Hasen. Hörst du ihn ja? Ja, egal. Vergiss das. Auf, sprach der Hund zum Hasen. Hörst du nicht die Negerblasen? Mensch, jetzt ist es wieder. Hab ich's aber wieder. Guck mal, da ist noch eine. Da ist noch eine Base. Das ist so interessanter. Aber ich glaube, das hat man schon, ne? Meine Nase hat gejuckt. Jetzt nicht mehr. Nee, hier waren wir noch nicht. Das kann ich noch nie gehabt haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in die Böe irgendwas hatten. Ach so. Ja, gut. Ich hab's verstanden. So. Rein theoretisch könnte ich ja jetzt erstmal hier alles abschabbern, wa? Ihr habt nicht besser verdient. Die haben mich getötet. Und ich bin Pirat. Piraten klauen alles. Alles, was nicht unten haarefest ist. Huh, ha. Das würde mich aber wirklich interessieren, ob da unter was ist. Hey, da ist ja wieder Zeug da. Moment mal. Wie jetzt nicht möglich. Ich habe da gerade Sachen gehört. Ich hoffe, ich habe mich verhört. Nö. Habe ich einfach bloß vergessen zu looten. Warten Sie mal. Wir schauen einfach, ob ich einen roten Generator sehe.
eindeutig nicht. So, wir können wieder los. Ist ja gut. Pipapup. Ja, du kommst an ihren... muss ich, wie gesagt, einen roten Generator finden. Den findet man in dem Kuddelmuddel. Aber unten war ja Strom und so, ne? Aber da war kein Generator, ne? Ist hier vielleicht einer? Moment mal. Das darf dann ja nicht sein, ne? Das wäre zu einfach. Komm, wir kicken nochmal hin. Wir wissen ja, es ist hier alle tot hier drin. Könnt ihr uns nicht mehr angreifen, würde ich jetzt erstmal behaupten. Obwohl ich. Wir müssen jetzt hier. Hä? Warum ist denn jetzt auf einmal die Treppe kaputt? Und ich höre. Ich höre schon wieder Viehzeug. Viehzeug ist wieder da. Ist noch hier. Irgendwo hinter der Wand. Ist WandaVision. Hier. Hinter dieser Wand ist irgendwas. Sag mal, kann ich auch von hier aus? Aber das wäre schon zu weit, wa? Ja. Is it. Ist es aber sowas von. Und wenn ich kicke, wie meine Lebensenergie bald sinken wird, weil ich ja keine Nahrung habe, ich glaube, das lassen wir nochmal kurz. Aber wir könnten, wie gesagt, morgen nochmal nachschauen wegen den Kern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber erstmal braucht der Kabi Nahrung. Da ist Nahrung. Ist da. Man muss sie bloß aufheben. Ein bisschen. Jetzt. Na gut. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir haben noch viel zu tun. Erstmal bauen technischerweise und zweitens hier, wir nehmen das morgen auseinander. Also wir versuchen das morgen auseinander zu nehmen. Das heißt, wir müssen morgen erstmal kicken, ob wir den Generator finden. Ich hoffe, dass wir den finden. Ich hoffe das. Also, bis denn, ich bin raus. Tschüss.